Alter Schwede, ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Hallo und herzlich willkommen bei Exklusives aus Hannover. Heute unschwer zu erkennen vom Steinhuder Meer aus Steinhude. Und hier soll es einen Automaten geben, wieder mit Amazon-Paketen, mit so Überraschungspaketen. Ich bin mal wieder mit meinem Begleiter hier unterwegs. Wir haben mal einen kleinen Ausflug gemacht und wir werden das mal testen. Mal sehen, was wir heute hier Schönes rausziehen aus diesem Automaten. Ich nehme euch einfach mal mit und das gucken wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Liken, teilen, abonnieren wäre natürlich großartig. Würde mich sehr freuen und würde dem Kanal natürlich auch sehr helfen. Vielen lieben Dank und jetzt geht's los. Ist das herrlich hier, gerade in der Woche, wenn nichts los ist, ein Traum. Ist das nicht herrlich? So, und da ganz hinten an dem weißen Haus, vielleicht erkennt man schon, befindet sich dieser Automat von Amazon. Da steht das gute Stück. So, mal gucken, was wir da machen können. Also hier gibt es diverse Preise. Das erste hat jetzt nicht geklappt, weil da irgendwie gar keins drin war. Da war ich zu blöd. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ich habe gerade den Herrn kontaktiert hier mit der Nummer, weil es einen Fehlercode gab. Und jetzt versuchen wir nochmal eins. Und zwar, welche nehmen wir denn mal? Das blinkt hier auch so doof. Insofern, ich schalte mal eben um. Tastatur. Das hat jetzt geklappt. Und da ist es gefallen. Das erste Paket ist im Sack. Ja. So. Das erste Paket haben wir schon mal. Das legen wir mal hier hin. Der erste Check durch den Hund. So, und jetzt versuchen wir es direkt nochmal, damit es auch spannend bleibt. Mein Hund frisst hier so viel Nüsse. So, zack. Dann gehen wir auf die Tastatur und nehmen mal die 29. Okay. Einkauf fortsetzen. Und fällt das Ding jetzt? Nein, es fällt nicht. Was für ein Scheiß. Na gut, jetzt werden wir noch mal anrufen. So, das Paket hängt ja auf 7:30, aber solange da nichts runterfällt, kann man dann ein neues sich aussuchen. Bisschen, naja, was soll ich sagen? Ne, man möchte ja dann auch das haben, was man sich da ausgesucht hat, aber das Geld ist erstmal nicht weg. Man versucht jetzt ein neues rauszufischen da. Dann versuchen wir jetzt mal die 17, Einkauf fortsetzen, und das ist die 17, na, das hat doch mal geklappt. So, die 17. Jetzt gucken wir mal am Auto, was war da uns eingefangen haben. So, hier sind die Pakete. Die werden wir jetzt mal auspacken. Seid gespannt, ob wir einen richtigen Schnapper gemacht haben oder mal wieder irgendein Schrott drin ist. Wer weiß, vielleicht kann man es gebrauchen. Das letzte Mal, naja, ging so, ne, in Garbsen.
Aber Steinhude, das sieht doch gut aus, oder? Was meint ihr, was drin ist? Wir packen jetzt einfach mal aus. So, mit welchem Paket fangen wir an? Ich glaube mit diesem kleinen hier. Ich glaube ja, das ist das wertigste sogar. So. Was könnte das sein? Oha. Das ist... Ach was. So sieht das aus. Das ist irgend so eine flexible, so eine Handyhalterung oder irgend sowas. Apple-Logo ist hier auch drauf, von Logitech. Na gut, das ist jetzt nicht... Wir müssen das gleich nochmal auspacken, richtig? Aber so sieht das aus. Ich packe das gleich nochmal aus. Ich hole nochmal ein Messer. Sonst kriegen wir das nicht auf, richtig, vernünftig. Und oh, das sieht doch schon mal gut aus, finde ich. Oder? Da fällt es einem schon entgegen. Und zwar ist das so ein, wie soll ich sagen, das ist eine Handyhülle, ich lach mich tot. Eine Handyhülle, ach Gottchen, für was für ein Handy denn? Keine Ahnung. Für ein iPhone 7 aus dem November 2017. Ja, herzlichen Glückwunsch, 10 Euro. Aber mit allem drum und dran, naja, immerhin, ne? Vielleicht kriegen wir das ja noch bei eBay irgendwo weg. Oder wenn einer noch ein iPhone 7 hat, Bescheid sagen, wir werden uns da sicherlich einig. Jetzt gucken wir uns das nächste Paket mal an. Alter Schwede, ihr werdet es nicht glauben. Ihr werdet es nicht glauben. Ich glaube es auch nicht. Es ist der Wahnsinn. Ach was. Ja, was soll ich sagen? Mit den Haaren habe ich es ja so ein bisschen. Wie wer das letzte Video aus Garbsen kennt, von diesem Unboxing. Ein Haarschneider. Acoustable Adjustable Blade Clipper. Wollen wir uns mal angucken, ne? Oh, der sieht doch aber cool aus. Alter Schwede. Also ja mal so. Das finde ich ja schon wieder sehr cool. Oder? Passt. Könnte ich zum Spitzenschneiden benutzen. 10 Euro, 10 Euro. Gut, dieses Ding ist natürlich so, also, naja. Das kann man ja auch direkt in den Müll kippen, aber der ist ja nicht schlecht hier. Das war's aus Steinhude. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, teilen, abonnieren wäre natürlich großartig. Und ansonsten einen schönen Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann immer euch ihr das anguckt. Und wie gesagt, wenn euch der Kanal gefällt und damit es auch vernünftig weitergeht, damit wir schöne Sachen machen können, wäre ein Abo natürlich großartig, würde mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Bleibt gesund, macht's gut.